Bisher konnte dein Vermieter die Gebühr fürs Kabelfernsehen über die Nebenkosten auf dich als Mieter umlegen. Auch wenn du nie Kabelfernsehen genutzt hast. Und du durftest nicht mal den Anbieter selbst aussuchen. Ab jetzt ist das vorbei und du hast ab dem 1.7. die Wahl, wie die Fernsehsender bei dir zu Hause ankommen und was vielleicht noch alles dabei ist. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de. Sky hat dieses Video gesponsert, damit wir euch zeigen können, welche Optionen ihr jetzt endlich selbst wählen könnt. Natürlich kann man die Frage stellen, ob man überhaupt lineares Fernsehen braucht. Ich weiß ja nicht, ob du zu den Leuten gehörst, die auch einfach mal entspannt durch die Kanäle zappen können und sich so ein bisschen berieseln lassen. Wenn das nicht der Fall ist, kann man ja auch sagen, es gibt die Mediatheken, YouTube oder Apps. Aber Live-TV hat schon seine Vorzüge. Gerade bei sowas wie einer Fußball-EM oder anderen Events will man ja live dabei sein und das in bestmöglicher Qualität. Und da kommt jetzt Sky ins Spiel. Einerseits bekommst du mit Sky TV die wichtigsten Free-TV-Sender in HD und du kannst eben ganz einfach für einen geringen Aufpreis noch genau das dazu buchen, was du schauen willst. Da der Sky Receiver alle Sender über das Internet empfängt, muss der auch nicht mit der oft unpraktisch gelegenen Kabelbuchse verbunden werden. Für nur 5 Euro obendrauf bekommst du Netflix und Sky Serien dazu. Das heißt, neben Netflix Serien wie Bridgerton, Wednesday, Peaky Blinders oder One Piece bekommst du dann auch HBO Serien wie die neue Staffel von House of the Dragon direkt zu sehen. Keine Angst, dein bestehendes Netflix-Konto kannst du ganz einfach mitnehmen, ohne dass du dich selbst groß drum kümmern musst. Und das ist ja nicht die einzige Option. Es gibt auch mehr Kinofilme mit Paramount Plus oder noch das ganze Sportprogramm von Formel 1 bis Bundesliga, je nachdem, worauf du eben Bock hast. Du kannst es jetzt ganz einfach und flexibel selber entscheiden und zwar genauso, wie du eben möchtest. Mehr Infos zu den verschiedenen Paketen von Sky, unter anderem wie viel man da auch sparen kann, findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Lass uns auf jeden Fall mal wissen, was du alles noch im normalen Fernsehen schaust. Und damit du unser Programm immer mitbekommst, musst du nur noch unseren Kanal abonniert haben. Wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit überbrücken willst, bis endlich die nächste Folge von House of the Dragon released wird, dann schau doch einfach mal in dieses Video rein.